So, interessanter Kampf jetzt im Cruisergewicht zwischen Serge Michel aus Traunreuth und Alessandro Jandisek aus der Tschechischen Republik. Ring frei für Runde 1. Ganz schöner Knorzen hier, der Alessandro Jandisek. Alessandro deshalb, weil sein Vater aus Italien stammt. Brachte immerhin 92,2 Kilogramm auf die Waage gestern, 87 Kilo nur. Sehr schmisch. The Bavarian Sniper. Seit geraumer Zeit mit neuem Trainer, mit Levent Chukwu an seiner Seite. Ja, der Kampfrekord von Jandisek, 8 Kämpfe, 6-mal hat er gewonnen, 5-mal vorzeitig. Also, der hat schon Dampf da in den Fäusten, 2-mal verloren, 1-mal vorzeitig. Ja, oder versuchen tunlichst von der Schlaghand wegzukommen. An der Stelle von Serge Michel. Hat 3-mal verloren, 3-mal vorzeitig. Immer schön bewegen. Richtige Taktik. Boxt ein bisschen steif, der Alessandro Jandisek. 31 ist er schon, 1,95 aus Brünn. Also ruhige erste Runde erstmal. Ein, zwei gute Aktionen da von Michel, aber auch nichts Aufregendes. Kurzer Applaus, meine Damen und Herren. In der Ecke von Serge Michel, wie schon gesagt, Levin Chukwu, Waldemar Beck ist noch dabei und Johann Gette, falls es hier zu einem Cut kommt. Und Alessandro Jandisek wird betreut von Miloš Kubena. Michel mittlerweile auch schon 34 Jahre alt, geboren in Kolendo, Sachalin. Sachalin ist die größte russische Insel und liegt im Pazifik nördlich von Japan. Nummer 9 in Deutschland im Cruisergewicht, Nummer 80 in der Welt. Weiter geht's, zweite Runde. Mehr Fahrt in die Aktion. Nos передний всегда. Сейчас дотянется правый.
Kannst du dir vorstellen, wieder ins Halbschwergewicht zurückzudrehen, der Serge Michel. Und falls er heute gewinnt, dann würde er gerne gegen den Gegner oder den Gewinner aus der Partie Rostam Ibrahim gegen Leon Bund boxen. Ob es dann dazu kommt, ist eine andere Frage. Er hat noch einiges vor. Er beschäftigt jetzt seinen Gegner ein bisschen mehr, der Serge Michel. Letzte Minute, komm, nein. Nächstes Mal. Wobei schlagen das alles, komm, ja. Schön. Ja. Gutes Auge hat er, der Schmichel. Ja, und der Alessandro Jandisek, der macht ein bisschen wenig. Hat hier Vorteile, was die Reichweite angeht, die nutzt überhaupt nicht. Ja, der Serge Michel war ja lange Jahre Sportsoldat und wird am 17. Juni am Tag der Bundeswehr an der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München einen Showkampf machen gegen Emre Çukur. Für alle, die sich für die Bundeswehr interessieren, ist einiges geboten. Fallschirmspringer werden da sein. Rettungssanitäter. Man kann sich mal die Panzer anschauen. Und wie gesagt, der Showkampf dann von Michel gegen Çukur. Und hier der Ringarzt, ist auch bei der Bundeswehr. Dr. Michael Hautmann ist Oberstarzt und Mitorganisator dieses Tages der Bundeswehr. Also an der Aufnahmetür quasi. Rustam Rahimov. Der Ringrichter, Punktrichter heute, war ebenfalls zu seiner besten Zeit als Amateur bei der Bundeswehr, die ja viel für Spitzensportler tut und ihnen gute Trainingsmöglichkeiten, beste Trainingsmöglichkeiten bietet. Gut, sehr schön. Ja, kommt immer besser an Fahrt hier, der Serge Michel. Ja, jetzt haben wir die ersten harten Schläge da von Alessandro Jandisek. Vor Michel über die Führungshand gezogen. Und nochmal der Versuch. Ja, der Jandisek wird mir irgendwie gehemmt. Sei gut, sei gut, sei gut.
macht viel zu wenig hier mit seiner langen Linken, Jan Delsek. Die findet praktisch gar nicht statt. Umso einfacher ist es natürlich für den etwas kleineren Michel da hin ranzukommen, rechte wieder durchgekommen. Aufwärtshaken. Rechten nochmal kreuz schlagen, dann den linken Haken nachziehen. Passen. Die rechte war auch drin jetzt von Jan Delsek. Dritter Mann im Ring, hab's ganz vergessen, ist Bernd Tupfer. Vielleicht noch mal ein Wort zu den Offiziellen, die heute hier im Einsatz sind vom BDB. Bernd Tupfer, ich habe es gerade gesagt, Sabine Schön und Christian Weihrauch, die Zeitnehmer, Christian Axmann, Rustem Rahimov, Adrian Laschescu, die Punkt- und Ringrichter, Dr. Michael Hautmann, Ringarzt Volker Grill, der Delegierte. Matchmaker der Veranstaltung Giovanni Brenner und der Veranstalter ist ein bisschen kurz gekommen bislang. Johann Wilhelm hat er wieder eine tolle Veranstaltung hier bislang auf die Beine gestellt. Ring 2 für Runde 4. Vierte Runde. Punkt liegt da vorne, der Serge. Feuerungsrufe, Sniper, Sniper. Die rechte ist die beste Waffe ja gegen den Jan Delsek. Und warum? Weil er seine linke hängen hat. Lässt. Jetzt kommt er mit der linken auf der Innenfahne durch. Schön. Variiert schön. Der Schmeichel fühlt sich da immer wohl am Kampf. Diese Kombination, die rechte nochmal voll durchgekommen. Aber der tief durch, der Alessandro Jande weg. Also der hat noch kein Mittel gefunden, irgendwie gegen den Schmeichel da zu wehren. Im Gegenteil, fängt sie immer wieder harte Treffer ein. Versuchte zwar den Kampf von der Ringmitte aus zu gestalten, aber so richtig gelingen tut es ihm nicht. Diese Überfall, alle Geschütte nach vorne und dann die Kombination, die er schlägt, die bereiten dem Jan Delsek da schon einigermaßen Probleme. Bravo, Davy, bravo, Davy, bravo, bravo. Davy, bravo, wo du da, bravo, da stehst.
Also ich dachte, der hat mehr Probleme mit dem Jan de Sick. Aber der ist einfach zu langsam und zu statisch. 150 Kämpfe als Amateur hat er bestritten. Das wäre mittel 115 Siege, 43 davon vorzeitig. War Olympiateilnehmer in Rio, aus in der ersten Runde, allerdings dann gegen Carlos Mina aus Ecuador. Mikla hat ihn zwar zweimal am Boden, aber das reichte dann trotzdem nicht zum Sieg. Ist halt so bei den Amateuren, oftmals werden dann nach solchen Turnieren auch die Punktrichter ausgewechselt, weil da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. 7 Auftritte in der World Series of Boxing hat er gehabt mit 4 Siegen. Chemiepokalsieger 2016 war gegen Profi Sepp aus Kroatien. Second Down bitte mal reinmachen für Runde 5. Also er hat Ring 2 für Runde einige fünf. Erfolge gefeiert. Als Amateur gewann das Europa-Ausscheidungsturnier und wurde Zweiter beim Weltausscheidungsturnier für die Olympischen Spiele 2016 in Rio. 10 Kämpfe, 9 Siege. Er traut sich ja auch nicht richtig so in den Innenfeind. Und dann fängt er sich da wieder so ein Knaller. Also mit der Rechten, da kommt überhaupt nicht zurecht, der Jan de Sek. Ja, sollte jetzt hier keine Spiegel machen. So ist es richtig. Also vertragen kann er einiges, der Alessandro Jan de Sek. Relativ spät mit 30 Jahren als Profi 2022. Und da sieht man natürlich auch, dass ihm da die Amateurausbildung fehlt. So, jetzt greift er mal selber an, aber auch nicht mit der letzten Konsequenz. Da atmet man tief durch, da hat es so langsam. Konditionelle Probleme, das scheint bei Gerd Schmichel überhaupt nicht zu sein, und gut trainiert ist er. Oh, da hat sie fast von den Füßen geholt, so jetzt haut er ab. Jan de Sek und hinterher der Michel. Ja, jetzt hat er Probleme, jetzt hat er Probleme. Der Mann aus Brünn. Rum, war eine ganz starke von Bernd Michel und der Jan de Sek, der lässt nach. Man merkt, dass ihm da die Kräfte langsam aber sicher schwinden. Sechste Runde, 3 Runden haben wir noch vor uns. Die Niederlage musste Serge Schmichel 2019 bei den Profis einstecken. Allerdings war das ein hartes Ding gegen den Kanadier Ryan Ford. Da stimmt allerdings auch viel in seinem Umfeld nicht.
Aber das war erstmal ein Rückschlag. Brauchte einige Zeit, um sich dazu zu berappeln. Dann wieder große Erfolge beim Golden Contract Turnier. Nach Siegen in England über Tommy Philbin. Der hatte damals seinen Kampfrekord von 15-0. Und Liam Conroy erreichte das Finale. Ihm winkte ein lukrativer Vertrag über 5 Fights in den USA. Zudem der IBF European Titel. Aber dann gab es die nächste vorzeitige Niederlage gegen den Letten Rickards. Polotniks war so nicht unbedingt erwartet worden. Also immer so kurz vom Ziel gab es dann wieder einen Rückschlag. Konditionell ist er voll da, der Serge. Schöne Linke. Da muss ich erstmal wieder sortieren, der Jan del Sek. Auf geht's, Sniper, auf geht's hier. Die Traunreuter stehen natürlich wie ein Mann hinter ihm. Sehr optimistisch von Jan del Sek. Mal wieder eine ruhigere Runde, aber auch die hat er sich eigentlich geholt. Ich habe vorhin gesagt, Nummer 9 in Deutschland im Cruisergewicht. Da schauen wir mal, wer Nummer 1 ist. Arthur Mann aus Hannover vor Hüseyin Cinkara aus Schifferstadt. Oronzo Biradi ist die Nummer 3 aus Mainz. Der hat jetzt seinen Vertrag mit Frank Warren abgeschlossen in England. Bin mal gespannt, wie es mit seiner Karriere dann weitergeht. Vierter Firat Aslan, 5 Roman Fress, 6 Enrico Köhling, also stark besetzt. Das große Gewicht. Second Out, bitte mal reinmachen für Runde 7. Dritte Niederlage für Serge Michel in Runde 6. In Polen gegen Nico Demijewski. Wegen einer Verletzung muss er aufgeben, mehr oder weniger. Ja, jetzt aufpassen, nicht noch leichtsinnig da in so eine rechte reinmarschieren von Jan del Sek. Immer noch beim Boss.
hat er versucht, zumindest jetzt noch mal da ein paar Treffer zu landen, Jan de Sek. Er ist einfach zu unbeweglich, der Jan de Sek. Gut trainiert ist er. Starken Körper hat er, aber boxen kann er halt dann doch nicht unbedingt. So, dass er einem Mann wie der Michel da irgendwie auch nur gefährlich werden könnte. Klopft er nochmal schön zu, der Jan de Sek. Aber es sind auch teilweise halt Amateurschläge dabei. Das kann man nicht mal sagen, die Amateure sind besser technisch als er natürlich. Meist wenigstens. Schön die linke nochmal. Naja. Die letzte Runde kann man vielleicht sogar Jan de Sek geben, hat ein bisschen mehr gemacht. Und Michel lässt das Ganze jetzt da locker auslaufen. Applaus, meine Damen und Herren. Eine Runde haben wir noch. Arbeitet da am Gesicht von der Schmechle. Retai für Runde 8. Hat so leichtes Cutter über dem linken Auge. Gerade nach wie vor der Dersch. Zweimal die linke Träne. Stimmung ist gut hier im Felsenkeller. Da steht er vor mir, der macht nichts. Ja, die Rechte hat ein bisschen vergessen in den letzten zwei Runden, der Bär Schmichel.
hat ihn mal schön getroffen. Eieiei, die Rechte. Voll durchgekommen und da wackelt er. Jetzt ist er fertig. Irgendwas macht Kupfer. Er zählt ihn an. Steht und zählt ihn an. So, und jetzt bricht er ab. Ja, also muss er schon unten sein. Also vorzeitiger Sieg von Serge Michel in der 8. Runde. Saubere Leistung über den ganzen Kampf. Eigentlich in der 7. Runde hat er mal ein bisschen den Jandisek da kommen lassen. Und der 8. hat er nochmal gezeigt, wo es lang geht im Ring hier, wenn er richtig ins Rollen kommt. Und dann hat er den Kampf hier vorzeitig gewonnen. Guter Kampf. Gut auch für die Zuschauer hier in Traunreuth, die ja begeistert mitgegangen sind. Ja, bin mal gespannt, ob er tatsächlich noch mal zurück ins Halbschwergewicht geht. Vielleicht, wenn tatsächlich solch ein Kampf kommen könnte wie Sieger Ibrahim gegen Bunn. Aber jetzt freuen wir uns erstmal hier über seinen Erfolg, über Alessandro Jandisek aus der Tschechischen Republik. Fighters-Kämpfer, meine Damen und Herren, hier das noch mal einen riesengroßen Applaus für beide Kämpfer. Fighters, wir haben eine Entscheidung. Gewinner in der blauen Ecke, Serge Michel! Serge, bitteschön. Was für...